Jojo und willkommen hier zu einer neuen Folge Astropilz, wieder zusammen mit dem Piatrin! Was geht ab, heute Freunde? Nicht mit Facecam, das hat folgenden Grund, wir machen das heute etwas komplizierter, wir nehmen über Patrick quasi auf, der schneidet das bei sich und lädt es dann hoch, weil ich das zeitmäßig nicht hinbekomme und dann würde morgen kein Video kommen, aber haha, wir haben, oder eher gesagt, Patrick hat eine Lösung gefunden und deswegen nicht wundern, dass Gameplay ist von Patrick, pipapo, deswegen auch keine Facecam, alles mögliche, aber wir fangen an mit den Fragen, die sich Patrick rausgelegt hat. Ja, wir haben ja auf Twitter gesagt, hier AsRotel stellt uns Fragen. Und ja, die erste Frage von Mrs. Tierz. AsRotpilz. Pennyboard oder Longboard? Longboard. Das einzige, das sage ich aber nur, weil ich bis jetzt super wenig Pennyboard gefahren bin. Und ich auch gar nicht weiß, ob ich mit meiner Push-Stellung überhaupt Pennyboard fahren kann. Ja, stimmt, ne? Du hast ja diesen Backpush. Ich fahre nämlich, also ich fahre nämlich Mongo, für die Leute, die da ein bisschen sich auskennen. Ja. Und in der Skater-Szene und so macht man sich immer über Mongo-Pusher lustig. Aber ich habe das immer so gemacht. Alles regular ist irgendwie nicht mein Ding. Und ich glaube, bei Pennyboards funktioniert das nicht mehr. Also erstmal muss ich mir überhaupt mal ein Board holen. Mhm. Und ich glaube, so ein Pennyboard ist wirklich geil, wenn du so businessmäßig viel. Aber dir kann ich vorstellen, hast, dass du Pennyboard easier handelst als Longboard, weil Patrick irgendwie, der hat eine ultra heftige Balance. Das habe ich herausgefunden. Und ich glaube, bei dir wird das sogar noch mehr glücken als mir. Ja, vielleicht hole ich mir mal irgendwann eins. Wer weiß. Wer weiß, Freunde. Ja. Nächste Frage. Von Chrissy. Hashtag AskRotpilz. Würdest du lieber fliegen können oder unsichtbar sein wollen? Also jetzt. Fliegen, gar keine Frage. Ja, auf jeden Fall fliegen. Also ich meine, kommt darauf an, was du mit Unsichtbarkeit anstellen willst und was du mit Fliegen anstellen willst. Wenn du mit Unsichtbarkeit stellt man dumme Dinge an. Ja, du blöde Sachen, oder klaut und solche Sachen. Was Perverses, aber wenn du fliegen kannst, dann kannst du genauso Sachen klauen oder so. Ich meine, nur halt auf eine. Ja, warum denkt man direkt an klauen? Ich verstehe und entscheide nicht. Ja, aber ich finde eigentlich Fliegen tausendmal cooler als. Ja, ich würde auch fliegen. Ja, Nur wenn man so geil schnell fliegen könnte wie so Son Goku. Ja, nicht so wie so ein Vogel oder so. Wenn man so ultra schnell fliegen könnte, also so schnell wie man will, dann auf jeden Fall fliegen, ja. Also schon so Schallgeschwindigkeit würde mir schon. Ja, fliegen. Auf jeden Fall. Und dass man mit seiner Aura dann die ganzen Fliegen wegballert. Ja! Klar. Ich will mir so eine Schutzbrille anziehen, dann werde ich später voll im Eimer. Ja, ja. Von Lisa. Hashtag AsRot bis Nutella. Oder Nusspli? Nusspli ist schon heftig, ne? Ja, Nusspli haben wir auch ab und zu, aber du hast so letztens den Shit gegessen. Ich hab letztens den Shit gegessen, Freunde. Weißt du, wie das heißt? Alter. Aldi Nord, ne? Das ist von Aldi Nord, Leute. Oh mein Motherfucking. Also ich mag ja Aldi Süd mehr, aber Aldi Nord hat wirklich dieses Nutella. Oh, also Aldi Süd, ja! Aldi Süd! Amonakuli! Ja, Nuskati. 069! Ah! Ja. Nächste Frage von Anja. Hashtag AskRotpilz. Hast du Snapchat? Ja, ich hab Snapchat. @FelixHardy. Wie ist deine Eddie? Felix Hardy. Ja, meine ist Petr Shakiri. Mhm. Ich blend's einfach mal hier ein. Aber ich hab grad kein Handy, deshalb. Deswegen. Ersten 2 Wochen. So. Könnt ihr ihm Snap schicken, wenn ihr keine Antwort bekommen wollt? Lol. Also nicht wundern für die Leute, die mich snappt, antworte nicht, ne? Von By Razer, was sagst du dazu, dass Stefan Raab seine Karriere abbricht? Also ich find's ultra schade. Weil ich muss sagen, das Fernsehen ist sowieso seit tot. Ist sehr, sehr tot langer jetzt. Zeit einfach beschissen. Sorry an alle Leute, die beim Fernsehen arbeiten, aber das, was da momentan gebracht wird, so rein contentmäßig, spricht mich einfach überhaupt nicht an. Also es gibt viele Sachen, wo ich sage, ja, das macht das Fernsehen gut und das Fernsehen macht das richtig, aber ich meine sowas wie Shopping Queen oder so, da verstehe ich zum Beispiel auch nicht, warum das so erfolgreich ist oder, keine Ahnung, sowas wie DSDS, ich finde, das ist einfach der langweiligste Quatsch. Nein, wir haben ja noch Joko und Klaas, aber es war's dann auch. Ja, also das ist wirklich, also Joko und Klaas ist, glaube ich, das Letzte, was irgendwie wirklich so mich jetzt Urgestein so anspricht. Also was, keine Ahnung. Aber Stefan Raab war so derjenige, der eigentlich den besten Content im Fernsehen gebracht hat, muss ich sagen. Ja, würde ich auch so unterschreiben. Ja. Also es ist sehr schade. Aber was soll man machen? Ist halt seine Entscheidung. Lizardman, Hashtag AsRotpilz. Was hältst du von der Weltreise von Unge und Raze? Würdest du selber mal eine Weltreise machen?
Also, da, was ich davon halte, ich finde es halt ultra cool. Ich schaue auch hin und wieder mal in die Videos rein. Ich schaue da aber nicht so ultra viel rein. Und Patrick und ich, wir haben da unsere Gründe für, einfach nicht nur, weil wir halt im Leben uns denken, wir wollen uns nicht spoilern im Sinne von, wenn wollen wir da irgendwann mal hinfahren, dann haben wir das schon durch ein anderes Video gesehen. So. Und deswegen gucken wir uns das einfach, wir gucken uns das nicht an, weil wir Simon nicht mögen oder irgendwie sowas. Wir gucken uns das einfach nicht an, weil wir halt einfach das mit unseren eigenen Augen erleben wollen. Und die Impressionen frisch aufnehmen wollen und nicht durch ein Video, was irgendjemand anderes dann macht und so. Aber an sich würde ich auch schon mal, würde ich halt auch eine Weltreise machen. Das ist ja, habe ich ja quasi mit der Frage schon irgendwie beantwortet. Machen wir zusammen bestimmt irgendwann. Aber das ist mein momentaner Zeitpunkt. Aber vielleicht in zwei Jahren. Jetzt nicht unbedingt. Ja, irgendwann mal, wenn ich halt mir denke, YOLO, ich mache einfach meine Weltreise. Dann auf jeden Charlie, ja. Charlie, YouTube-Fan, Hashtag AskRotPilz, wird wieder ein Video kommen, wo du Kommentare von Zuschauern vorliest, ja, ne? Kommt ja bald. Ja. Kommt so ab nächste Woche circa. Ja. Uploadplan gucken, das kommt am 29.06. Haha. Was haben wir hier für eine Frage? Wie nehmen wir denn schon auf? Wie viele Fragen nehmen wir dann? Nehmen wir noch 2-3 Stück noch. Fanny fragt, Hashtag AskRotPilz, wirst du vloggen, wenn du mit Patrick im Urlaub bist? Natürlich werden wir vloggen, Freunde, was denkt ihr denn? Das Ding ist, wir sind ja im Urlaub. Logischerweise, ist ja die Frage gewesen. Was wir da vloggen, weiß ich selber noch nicht. Und wir versuchen auf jeden Fall irgendwelche coolen Dinge da zu erleben. Wir wollen uns jetzt genau nichts verraten, weil wir haben da schon, uns schweben da schon so ein paar Sachen vor, richtig coole Sachen sogar. Ja. Aber ich denke, da müsst ihr euch einfach überraschen lassen. Und das wird dann im folgenden Zeitraum kommen. Ich kann das ja schon mal sagen, vom 29. Ja, vom 27. bis 12. Ne? 12. glaube ich, war das. Ja, 27.06. bis 12.07. sind wir im Urlaub. Und in dem Zeitraum wird dann, denke ich, irgendwas kommen. Ja. Okay, meine lieben Freunde, noch die letzte Frage von Oskimo. Nein, Spaß. Hashtag AskRotPilz, hast du dir schon mal die Haare gefärbt? Wenn nein, würdest du es machen? Wenn ja, welche Farbe? Das haben mich sogar mal Leute gefragt, weil ich habe ja Bilder von mir als kleines Kind auf Instagram gepostet und da habe ich blonde Haare. Ja, und ich meine, dunkelbraun oder so, dunkelbraun. Und voll viele haben mich gefragt, so, ey, Digga, färbst du dir die Haare oder hast du dir die damals gefärbt oder so? Aber bei mir war das wirklich so, ich hatte früher blonde Haare, bis ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, 6 war oder sowas und die sind dann einfach irgendwann braun geworden. So, dass ich, ich habe meine Eltern gefragt, weil ich habe 2-3 Bilder, wo ich blonde Haare habe, als ich klein war. So im Kindergartenalter, Mama, hatte ich früher eigentlich blonde Haare? Die so, ja, ultra, jetzt bist du voll erkennbar geworden. Also so im Sinne hat das gesagt. Und ja, wir sind halt Brüder eigentlich, ne? Deshalb beide blond. Und ja. Aber Haare färben, keine Ahnung. Also ich habe da noch nie so wirklich drüber nachgedacht, weil ich halt einfach mit meinen Haaren vollends zufrieden bin. Ich lasse die jeden Monat oder so schneiden. Aber färben, ne, also ich glaube, ich würde mir die auch niemals färben. Das ist irgendwie nicht mal unbedingt um es auszuprobieren, sondern einfach, weil es mich einfach schon nicht reizt. Einfach, um zu wissen, weil man halt teilweise schon komplett anders aussieht. Das ist halt irgendwie schon interessant. Aber ja, mal sehen, was da so alles zukommt. Ja, gönn dir. Notation. Ja, das war's dann mit dem Video. Ich kann das jetzt schon schneiden. Sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Wertung da. Guckt beim Patreon vorbei und bedankt euch mal beim Patreon, dass der das Video für mich aufgenommen hat, weil sonst würde nämlich dieses Video heute nicht kommen. Also schreibt danke Patreon in die Kommentare. Ja. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.